2 riesige Farbblasen. Nein! Patrick! Ja, SpongeBob? Viel größer kann die Blase gar nicht mehr werden. Ach, Quatsch! Mach das nicht! Wir haben es geschafft. Wir haben das ganze Zimmer gestrichen und zwar ohne, dass auch nur ein Tropfen Farbe auf. Steiniges Strandgut, was ist das? Wir sind erledigt. Weißt du, was das ist? Das ist Dollar gewonnen! Das ist nicht irgendein Dollar. Das ist Mr. Krabs erster Dollar. Sein wertvollster Besitz. Und da ist Farbe drauf! Also, ich finde, du überreagierst ein bisschen. Ich sehe gar keine Farbe. Okay, überhaupt kein Problem. Vielleicht kann ich es ja wegwischen. Na also, so gut wie neu. So, jetzt sehe ich das auch. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Mr. Krabs wird bald nach Hause kommen und wenn er sieht, was wir mit seinem ersten Dollar gemacht haben. Jetzt bloß keine Panik. Wir müssen die Farbe nur abwaschen. Da merkt Mr. Krabs nie was davon. Sagte Mr. Krabs. Ganz egal, was er gesagt hat. Jede Farbe kriegt man irgendwie ab. Hat's geklappt? Nö. Oh! Hat's geklappt? Nö. Gar nichts klappt hier. Warte, Moment mal, wir sind doch keine Höhlenmenschen. Wir nutzen die Technologie. Klappt auch nicht. Das ist alles Mr. Krabs Schuld. Was muss der sich auch diesen doofen Dollar an die Wohnzimmerwand hängen? Ich meine, schließlich sieht er auch nicht anders aus als irgendein anderer Dollar. Wozu den aufhängen? Da könnte man auch jeden anderen Dollar an die Wand hängen und niemand würde den Unterschied merken. Dazu muss ich nur meinen Geldbeutel rausholen, den Dollar nehmen und an die Wand pinnen und der würde genauso... Ja, genau, hol deinen Geldbeutel raus. Ich weiß zwar nicht, wohin uns das führen soll. Hey, da ist ja ein Dollar. Unsere Hintern sind gerettet. Jetzt müssen wir nur... Patrick, nicht doch! Mach das nicht! Nein! Warum steckst du? Da! Schnapp ihn dir! Nimm ihn! Mach schon! Mach! Oh nein! Das gibt's doch nicht! Nimm ihn! Jetzt nimm ihn schon! Zieh ihn raus! Na los! Los! Zieh ihn raus! Zieh ihn raus! Da! Auch ein bisschen? Keine Panik neben der Titanic. Noch haben wir Zeit. Panik ist der Feind. Du bist stark und deine Stärke wird dich retten. Viel Spaß noch, Kumpel. Ja! Los, beeil dich! Häng diesen Dollar wieder an die Wand! Ich habe jetzt eine Idee! Ja, was? Wir sind schon fertig, Sir. Alles sieht ganz toll aus. Sie müssen sich gar nicht umsehen. Haben wir schon für Sie gemacht. Ihr beide seht aus, als ob ihr was zu verheimlichen hättet. Haha, war ein Witz! Dann wollen wir mal sehen. Oh, nicht schlecht, Jungs, nicht schlecht. Doch, wirklich, glatte Flächen, Hochglanz und keine Bläschen. Ja, sieht doch toll aus, Mr. Krabs. Wir gehen dann mal. Fliegende Fischfossilien! Was habt ihr getan? Bitte, oh, Mr. Krabs, es tut mir so leid. Erbarmen, erbarmen! Was denn? Abgestaubt habt ihr auch noch? Das war aber wirklich nett von euch. Großes Korallenriff, was ist das? Es ist nicht unsere Schuld, Mr. Krabs. Ach so, dann hat sich der Stuck an der Zierleiste wohl von ganz alleine angestrichen. Das ist wahres, handwerkliches Geschick. Krabbelnde Krakenbrut, habt ihr etwa meine Dollies? Ganz neu ausgerichtet, so akkurat waren sie ja noch nie aufgereiht. Und ihr habt wohl gedacht, ich merk das nicht. Tja, das ist doch alles wunderbar. Also Jungs, dann könnt ihr jetzt gehen. Au! Merkwürdig. Ich erinnere mich gar nicht an den Stapel Bilder, die da an der Wand hängen, wo sonst mein erster Dollar war. Eigentlich kann ich mich an das Bild hier gar nicht erinnern. Oder an das, 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 oder an das. Hi, Mr. Krabs. SpongeBob, was soll denn das? Ich häng hier nur so rum, das tue ich öfters. Buh. Komm mal wieder runter auf den Boden, Minion.
Jetzt ist aber Schluss mit dem Blödsinn. Nein, 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 Mr. Krabs, nicht hinsehen, das ist ein Trick. Habt ihr zwei etwa die Farbe auf meinen ersten Dollar geschmiert? Es tut uns ja so leid, Mr. Krabs. Und dann habt ihr mit Wachskreide drauf gekritzelt? Weißt du, ich dachte, vielleicht fällt er drauf rein. Also gut, Jungs. Ihr wisst ja, was ich jetzt tun muss. Sie meinen unsere Hintern? Darf ich meinen noch einmal benutzen? Wer sagt's denn? So gut wie neu. Aber, ich hab gelogen. Die Farbe geht tatsächlich mit Speichel weg. Oh, ich wäre jetzt gerne in meinem Bett. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Aha. Oh ja. Perfekt. Gute Nacht. Niemand. Oh, SpongeBob! Zeit zum Aufstehen! Oh, morgen, Mr. Krabs. Ich glaube, ich habe eine Lösung für dein Dachproblem gefunden, Minion. Jetzt kannst du kochen, auch wenn du da oben bleiben musst. Dankeschön, Mr. Krabs. Und jetzt fang an, mein Geld zu verdienen. Oh, Grilli, ich dachte schon, ich sehe dich nie wieder. Irgendwas stimmt aber immer noch nicht. Perfekt, genau wie in meiner alten Küche. Ich bin bereit. Thaddäus, Bestellung ist fertig. Oh Mann, ich bin ja noch hier oben. Wie kriege ich diese Burger zur Kundschaft runter? Genau. Ich will einen Krabbenburger. Und zwar ziemlich zügig. Sonst geht's leider dir verstanden. Bitte bleiben Sie ruhig, ja? Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Und zwar ohne Gewalt oder Geld zurück. Hey, seht mal, es regnet Krabbenburger. Safe. Ich nehme einen Krabbenburger und was zu trinken, bitte. Ah. Und lass uns regeln. Der ist kalt. Ich habe für warmes Essen bezahlt. Aber vielleicht bekommen wir sie ja da oben wärmer. Rauf aufs Dach! Boah, ich mach das ein bisschen Platz hier. Weißt du, Minion, also zuerst dachte ich, du wärst bloß so ein weichkeksiger, weinerlicher und wenig belastbarer, wirbelloser Loser. Aber dein Dachgartenrestaurant hier verschafft mir jede Menge Mäuse. Schade, dass Thaddäus nicht mitgekommen ist. Endlich herrscht hier ein wenig Stil. So könnte ich mich an die Arbeit hier gewöhnen. Oh ja. Und noch mal 10 Burger. In Ordnung, komm sofort. Oh, mein Geld. Regen? Aber wir sind unter Wasser. Bitte bleiben Sie doch hier. So ein bisschen Wind ist doch nicht schlimm, oder? SpongeBob, die Kundschaft flieht! Tu doch was! Ei, ei, Sir!
Der Weltuntergang, investiert in Gold, hortet noch Trinkwasser. Ich hätte es wissen müssen. Was machst du nun schon wieder? Ich brauche dringend deine helfende Hand. Helfende Hand? Lass los! Patrick, ruf Sandy an. Sag ihr, sie muss schnell kommen. Aha, schon kapiert, Kumpel. Ich glaube, wir haben es stabilisiert. Nur wer weiß, wie lange unser Stützsystem hält. Au. Die Bude sieht echt vergammelt aus. Klopfe die Klopf, SpongeBob. Nein, nicht klopfen. Das wäre gefährlich leichtsinnig. In ihrem jetzigen Zustand könnte sie bei der leichtesten Berührung umfallen. SpongeBob, was machst du hier? Du solltest schon seit 2 Stunden am Grill stehen. Ich stehe dir bei, SpongeBob, und mein Freund der Werkzeugkasten. Ich bin bei dir, weil... Moment, warum bin ich hier? SpongeBob, ich hab wieder eine existenzielle Fliese. Ach, Unsinn, Patrick. Thaddäus hat mir wunderbar unter die Arme gegriffen. Allerdings gegen meinen erklärten Willen. Also, was ist, Mr. Krabs? Helfen Sie mit? Tja, ich schätze, ich könnte mich ganz selbstlos anschließen. Das ist perfekt kalibriert. Eine ziemlich gelungene Vertäfelung, wenn ich mich selbst loben darf. Fehlt nur noch ein abschließender Schnitzer. Oh. Nee. Aha. Entschuldigt bitte, Leute, ich will euch nicht zu nahe treten, aber weiß überhaupt einer von euch, wie man eine Ananas baut? Aber natürlich wissen wir das, Dummy. Zunächst benötigt eine Ananas ein solides Fundament. Dadurch bekommt sie einen festen Halt. Hey, 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 nicht ganz, Fräulein Cheeks. Eine Ananas muss mobil sein und sollte einen robusten Rumpf haben, falls diese im Asphaltdschungel unerwartet rau werden sollte. Falsch! Vor allem sollte sie einen süßen und doch würzigen Geschmack haben. Das klingt sehr interessant, aber... Aber vom langen Diskutieren wird die Ananas nicht fertig. Stimmt, genau. Also gut, Freunde, aber von nun an werden alle Denkansätze berücksichtigt. Ja! Das ist nicht ganz das, was ich meinte, Seth. Zuallererst entsorgen wir diesen Sperrmüll. Sandy, meine Einrichtung will ich behalten. Obacht! Vorsicht, Minion. Ich dachte, ich stell dir einen Grill ins Wohnzimmer. Für die Nächte, in denen du Arbeit mit nach Hause nehmen musst. Ja, aber ich würde im Wohnzimmer lieber gemütlich fernsehen. Tja, aber das ist kein Wohnzimmer mehr. Das hier ist dein Innengarten. Da gehört das Sofa hin. Ja, früher. Aber ist das nicht toll? Gary, kennst du das Gefühl, wenn dir keiner zuhört? Sandy, wir müssen reden. Du meinst über die Säulen? Shit, nicht? Sie verleihen der Ananas was Intellektuelles. Ja, aber ich mochte meine Ananas so, wie sie war. Ich brauche all den Schnitzer gar nicht. Tut mir leid, Kumpel. Ich kann dich nicht verstehen. Dein Mund ist zu voll. Hoho, Minion, aufgepasst. Es kann beim Stuckieren auch schon mal was kleckern. Was ich sagen wollte ist, es reicht völlig aus, wenn eine Ananas wie eine Ananas aussieht. Oh nein, Gary, du hast immer noch kein Futter. Jetzt gibt's aber gleich was Feines, mein Kleiner. Für ein richtiges Zuhause braucht man einen Stein zum drunter schlafen. Und wie findest du SpongeBob? Es ist, Ja. Es ist... Fantastisch? Es ist, Ich hab Hunger. Mit viel Mühe gemacht. Und weil du so ein angenehmer Kunde bist, berechne ich nur den doppelten Tarif. Gute Arbeit, Jungs. Gut gemacht. Ich hab Hunger. Tja, Gary, das ist nun unser neues Zuhause.
Ich glaube, das war Patricks Beitrag zum Wohnzimmer. Hey, antike Würzsoßenspender. Danke, Mr. Krabs. Gary, wo ist das Waschbecken? Also das Waschbecken war das nicht. Danke für die futuristische Nasszelle, Sandy. Nun, diese Ananas entspricht nicht ganz meinen Vorstellungen, aber es könnte auch schlimmer sein. Wir haben ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Hey, das stimmt gar nicht. Du hast ja heute noch kein Futter bekommen. Tut mir leid, Gary, dir knurrt sicher der Magen. Ich entknote mich!